Zeit. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Motovlog. Boah, jetzt echt schon eine ganze Zeit lang her, ne? Ja, es ist Winter. Es wintert sehr. Auch wenn es jetzt, naja, von den Temperaturen her für die Jahreszeit, glaube ich, echt zu warm ist. Ich bin heute mit der ZIP unterwegs, weil morgen läuft das Kennzeichen ab. Und ich habe zwar schon ein neues Kennzeichen bestellt, das ist aber noch nicht da. Ich wollte euch heute aber trotzdem mal was zeigen. Gestern habe ich bei der ZIP einen Zusatzscheinwerfer montiert. Ich zeige euch hier einfach mal kurz die Verpackung. Das hier ist die Verpackung. Osram LED, hier links oben steht es auch. 14 Watt Stromverbrauch. Spotlight. Flache Bauweise und hier das ECE-Zeichen, also Genehmigung als zugelassene Fernlicht, Zusatzfernlicht. Ne? Beim Auto zum Beispiel ganz gerne so verbaut. Und ich habe das jetzt eigentlich nur so gemacht, dass ich hier diesen Halter ein bisschen gebogen habe und dann mit diesen Rohrschellen hier befestigt habe. Mehr ist es gar nicht. Kann man jetzt die Höhe noch aktuell noch justieren und dann später kann man die einfach festschrauben und dann verstellen die sich nicht mehr. Das Kabel habe ich einfach hier zur Seite reingelegt. Ja, das ist die ganze Magie sozusagen. Oh. Das ist die ganze Magic. Ja, wie erwähnt, dieser Scheinwerfer hat eine Zulassung im Straßenverkehr als Fernlicht. Also nicht einfach nur als Arbeitsscheinwerfer, sondern hat eine Fernlichtzulassung. Das heißt, ihr dürft den an euer Auto, an euer Wohnmobil, an euren LKW, an euer Motorrad, an euer Quad oder halt Roller als Fernlicht anmontieren. Als Fernlicht bedeutet, der darf auch mit dem Fernlicht geschaltet werden. Das ist deswegen ganz wichtig, weil die meisten Lightbars, die man so gerade im günstigeren Preissegment anschrauben kann, haben dann oftmals einfach nur eine Zusatzscheinwerferzulassung. Das heißt, die dürfen auf der Straße nicht benutzt werden, rein theoretisch. Aber ganz genau kenne ich mich da mit den Sachregeln jetzt nicht aus. Dieser Scheinwerfer darf allerdings als Fernlicht gefahren werden, also Fernlicht ganz normal. Bei Fernlicht gilt es natürlich bei allen Fahrzeugen, wenn Gegenverkehr kommt und geblendet wird, muss er ausgeschaltet werden. Bei den Autos gibt es angeblich diese, also generell bei zweispurigen Fahrzeugen wie Autos, LKWs und so, gibt es aber anscheinend die Voraussetzung, dass ihr zwei verbauen müsst, wie man auch normalerweise zwei Scheinwerfer beim Fernlicht hat. Na? Für einspurige Fahrzeuge wie Motorräder und Roller gilt das natürlich nicht. Dieser Scheinwerfer hat einen Verbrauch von 14 Watt. Zum Vergleich, eine ganz normale Rollerbirne, wie in diesem Fall bei der ZIP, hat 35 oder 36 Watt. Aktuell ist das Ganze so angeschlossen, dass der Zusatzscheinwerfer unabhängig von der Beleuchtung eingeschaltet werden kann, über diesen Schalter hier rechts. Jetzt sieht man es, glaube ich, da unten auch. Jetzt ist er an oder eben aus. Ich möchte das Ganze allerdings über ein Arbeitsrelais schalten. Ich habe da mal eine Zeichnung vorbereitet. Die zeige ich euch einfach mal kurz. Dann seht ihr, wie ich vorhabe, das Ganze später noch anzuschließen, damit es eben direkt über das Fernlicht geschaltet wird. Also ich habe gestern Nacht mal ganz kurz schon mal getestet. Ich muss allerdings sagen, nur mit dem Handy. Ich kann euch aber mal ein paar Handyaufnahmen zeigen von diesem Zusatzscheinwerfer. Ich glaube, dass es übers Handy sowieso besser rüberkommt, weil ich auf der GoPro, die GoPro ist sowieso nicht besonders lichtstark, und ich habe auf der GoPro einen ND-Filter drauf, der das Ganze nochmal abdunkelt. Deswegen, wenn ich da jetzt nachts mit der GoPro fahren würde, werdet ihr wahrscheinlich noch viel weniger sehen. Deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal die Handyaufnahmen kurz. So, ich
brauche dafür den Roller gar nicht mal anmachen. Das geht auch. Aber Alter, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, wie weit das leuchtet. Wenn ihr mal schaut. Das ist heftig, Alter. Das ist übelst heftig. Leider mit dem Handy fängt man das nicht so ein. Das ist nur diese Leitbirne. Aber das ist krass, Alter. Wahnsinn. Ich bin sprachlos. Das ist übelst gut. Das kann man sich so schön einstellen. Also ich muss ehrlich sagen, auch wenn ihr das auf dem Handy wahrscheinlich nicht so sehen werdet, ich habe locker eine Sichtweite. Seht ihr da hinten? Da hinten, wo die Bäume anfangen. Da kann ich noch ein ganzes Stückchen rein sehen. Das sind locker von hier, ich würde sagen, mindestens 150 Meter. Wenn nicht sogar mehr. Also die Osrams haben eine Leuchtreichweite von 190 Metern. Das kommt auf jeden Fall hin. Wenn ihr seht, da hinten beleuchte ich noch. Da beleuchte ich noch. Wenn ich jetzt hier den Berg hochfahre, Alter, ich sehe alles. Ne? Das ist die normale Beleuchtung. Die ist okay. Die ist wirklich okay. Allerdings, ja, irgendwie der eine Falschung drin. Also da sehe ich mich, Alter. Zu geil. Guck mal, das sind mindestens 200 Meter, da wo das Auto ist. Da leuchte ich hin. Okay, ich drehe mal um. Ja, ansonsten, die Zip läuft super, springt super an. Noch ein bisschen zu fett. Muss er mal noch demnächst mal eine kleinere Hauptdüse reinmachen. Läuft noch ein bisschen zu fett. Ich zeige euch mal gerade den Scheinwerfer, wie das hier aussieht. Zum einen, wir haben einen verchromten Kickstarter. Fand ich irgendwie cool. Generell haben wir ja nur sehr wenig Chrombauteile. Das hier ist der Zusatzscheinwerfer, also das Fernlicht, muss man ja sagen. Ich finde, ist okay. Stört jetzt nicht so hart. Natürlich, es fällt halt schon auf, klar. Aber er ist halt so gemacht, dass er unterhalb des Gepäckträgers sitzt. Stört auch hier nicht im Gepäckträger. Aber die Beleuchtung, die Lichtkraft, also ihr habt die Videoausschnitte, die Handyausschnitte gerade gesehen. Die Leuchtkraft ist heftig. Also dafür, dass das Ding nur 14 Watt hat, rein theoretisch könnte man noch eine zweite Leitbar unten drunter schrauben. Und wir hätten immer noch zusammen einen Stromverbrauch weniger als eine Rollerbirne. Also echt Wahnsinn. Ich bin echt begeistert. Und auch dafür, dass man es jetzt hier so ein bisschen sieht, ist es, das ist es mir wert. Wenn man ihn abschrauben will, hier diese zwei Kreuzschrauben lösen und dann das Kabel hier im Handschuhfach ist ein Stecker. Den zieht man ab und dann hat man innerhalb von einer Minute oder zwei Minuten diesen Zusatzscheinwerfer auch weggemacht und kann sagen, okay, ich mache den halt nur dran, wenn ich ihn brauche. Vorteil ist gerade, wenn man auf solchen Strecken nachts unterwegs ist wie hier, wenn man aus irgendeinem Grund sagt, okay, man macht eine Rollertour, man möchte aber gerne auch die Nacht durchfahren oder noch tief in die Nacht reinfahren und man ist halt auf so einer Strecke unterwegs, wo nicht in der Stadt ist, sondern hier so auf dem Land, wo halt keine Straßenbeleuchtung ist, da ist es halt mit der Zeit sehr, sehr anstrengend für die Augen mit diesem schlechten Rollerlicht, mit dieser schlechten Rollerbeleuchtung, da eine Stunde oder zwei oder drei Stunden die Nacht durchzufahren, wenn man so eine schlechte Beleuchtung hat, geht halt übelst auf die Augen. Und mit diesem Zusatzscheinwerfer sieht man halt viel, viel besser, viel angenehmer. Also der kann auf jeden Fall mit der Beleuchtung von einem Motorrad mithalten, würde ich sagen, wenn nicht sogar noch besser. Ich habe schon gesehen Bilder von einigen Tourenfahrzeugen, Tourenmotorräder, die den sogar verbauen. Ansonsten werden die halt ganz gerne im Camperbereich eingesetzt, Wohnmobilbereich werden die auch gerne verwendet, wobei man da dann tatsächlich teilweise Arbeitsscheinwerfer nutzt und nicht unbedingt Fernscheinwerfer.
Also ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich habe kein Video zum Einbau gemacht, weil es handelt sich hierbei um Elektronikarbeiten und ich bin kein gelernter Elektriker. Und naja, man weiß ja, wie im Internet die Kommentare sind. Man kann sich noch so viel Mühe geben, es wird immer Leute geben, die irgendwas zu meckern haben. Deswegen habe ich mir das einfach gespart. Es ist auch im Prinzip, es ist halt Kabelarbeiten. Ich habe euch ja schon mal ein Tutorial gemacht zum Thema Kabel zusammenlöten. Ich werde euch das rechts oben einfach mal einblenden, das Video. Genauso habe ich das halt gemacht. Der Kabelschuh an der Batterie, da wo die Sicherung befindet, da habe ich auch das Kabel, die Leitung für die Zusatzsteckdose. Ich habe ja im Handschuhfach noch eine Kfz-Steckdose, die habe ich da auch noch angeschlossen, aber beides mit separaten Sicherungen. Den Stecker ordentlich verkrimmt und am Ende noch verlötet für den geringsten, wie sagt man, Übergangswiderstand, dass das alles soweit passt. Ich war überrascht, dass doch die Rollerbatterie genug Kraft hat, diesen Zusatzscheinwerfer, dieses Zusatzfernlicht wirklich zu betreiben. Also klar, es ist 14 Watt, das packt die Rollerbatterie natürlich. Ich weiß nicht, ich denke mal, nach einer Stunde wäre wahrscheinlich die Batterie leer. Viel länger würde die Batterie das nicht aushalten, aber das ist ja auch nicht für den Betrieb gemacht, dass man den Roller stehen lässt und das Licht anlässt, sondern das ist ja wirklich für während der Fahrt. Und während der Fahrt läuft ja auch die Lichtmaschine mit und die hat mehr als genug Strom. Aktuell ist jetzt gerade eine 7,5 Ampere Sicherung verbaut. Laut Hersteller wird 10 Ampere empfohlen. Also im schlimmsten Fall fliegt halt die Sicherung raus. Dann müssen wir halt eine 10 Ampere Sicherung reinmachen. Aber der erste Test gestern Nacht hat gezeigt, dass die 7,5 Ampere Sicherung reicht. Also ich weiß jetzt nicht bei 14 Watt, 12 Volt, wie viel Ampere da fließt. Aber es sind anscheinend keine 7,5 Ampere. So viel ist es nicht. Es ist natürlich optisch ein bisschen eine Einbuße, muss man sagen. Aber spätestens, wenn man einmal nachts unterwegs ist und den Zusatzscheinwerfer wirklich braucht, dann ist man einfach nur froh drum, wenn man bei ordentlicher Beleuchtung auf so einer Landstraße fahren kann, ohne dass man jetzt die Augen anstrengen muss. Es ist wirklich kalt. Ich habe schon mit der Fahrschule, was heißt telefoniert nicht, ich habe da mal auf die Mailbox gebrochen. Ich konnte da aktuell irgendwie gestern niemand erreichen mit der Fahrschule wegen Motorradfahrstunden. Dass es jetzt endlich mal losgeht. Ich weiß jetzt nicht, ob die Fahrschulen jetzt schon anfangen mit Motorradfahrstunden. Es ist ja also nachts auf jeden Fall noch Minusgrade. Für heute Nacht war angekündigt minus 5 Grad. Es soll noch bis auf minus 10 Grad runtergehen. Also da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust, Motorradfahrstunden zu machen. Aber ich habe mal der Fahrschule auf die Mailbox gesprochen, dass sie mich da auch zeitig einplanen. Nicht, dass es heißt, ja, momentan sind die Fahrstunden alle verplant, hätten sie sich doch früher gemeldet. Das wollte ich jetzt irgendwie verhindern. Also ich hoffe, meine Nachricht auf der Mailbox wird abgehört. Ich bin mega aufgeregt, freue mich auf Fahrstunden. So, ich habe das noch gar nicht im Kopf, so dieses Motorradführerschein haben. Ich habe das gar nicht so im Kopf irgendwie, keine Ahnung. Ich freue mich einfach nur auf die Fahrstunden, ehrlich gesagt. Ich meine, ich bin noch nie Motorrad gefahren. Das wird sowieso ein Abenteuer als Motorradneuling. Und dann gleich mit Klasse A. Das ist halt auch schon ein Abenteuer. Aber da freue ich mich einfach drauf. Aber ich merke es jetzt gerade wieder. Wir haben jetzt ungefähr 17 Uhr und es ist echt kalt. Es ist echt verdammt kalt. Also auch diese Handschuhe, das sind halt eigentlich Sommerhandschuhe, die taugen jetzt nicht so wirklich was. Deswegen, ja, ich weiß nicht, April hoffe ich, dass es dann warm genug ist, mit Fahrstunden anzufangen. Ansonsten mit meinem Rücken geht es auch bergauf. Es gibt solche und solche Tage, aber allgemein ist es besser. Also das ist die Zeit, wie sagt man, die Zeit halt Wunden in dem Fall tatsächlich. Boah, ansonsten, ich freue mich einfach auf den Sommer dieses Jahr. Ich freue mich endlich Sommer und ich denke, dass auch dieses Jahr die Corona-Regeln wieder lockerer werden, dass wir auch mal was machen können, weil aktuell ist es halt so, also gerade 2021 konnte ich ja sowieso nicht viel fahren wegen meinem Rücken. Das ist jetzt aber besser, aber selbst wenn, was hätte man groß machen sollen 2021? Es war ja alles gesperrt, also man hätte eine Tour irgendwo hin machen können, aber vor Ort
könnte man nichts besuchen. Ich wollte zum Beispiel mal eine Tour nach Straßburg zum Straßburger Münster machen, aber es hat ja alles zu. Man kann ja nirgendwo einkaufen, nirgendwo reingehen. Das ist inzwischen ja auch besser geworden. Endlich mal wieder Roller fahren. Aber es ist halt echt kalt jetzt aktuell noch. Es gibt ja auch immer öfters die Frage auf YouTube, wann ich mal wieder ein 70-Kubik-Roller-Projekt mache. Ich weiß nicht, ich dachte, das wäre eigentlich klar. Ich werde kein 70-Kubik-Projekt mehr machen. Ich meine, ich mache jetzt gerade Motorradführerschein. Danach ist es, muss ich einfach sagen, sowieso uninteressant. Also original 50-Kubik fahren. Ja gut, ich habe halt die ZIP und die werde ich auch behalten. Außer, sagen wir mal, jemand bietet mir sehr viel Geld für die ZIP. Dann würde ich sie natürlich auch verkaufen. Aber ich denke, spätestens wenn der Motorradführerschein da ist, ist das Thema auch, muss ich sagen, uninteressant. Also für mich interessanter wäre dann halt wahrscheinlich eher so Maxi-Roller. Glaube ich. Aber jetzt hier irgendwie 50-Kubik-Roller auf 70-Kubik umbauen, haufenweise Geld ausgeben, nur um am Ende illegal auf der Straße unterwegs sein, keine Ahnung, das konnte man vor 10 Jahren vielleicht noch machen, aber inzwischen ist das alles ja so streng geworden, was die Regeln und alles angeht und die Strafen, keine Ahnung. Also ich muss wirklich sagen, dieser Zusatzscheinwerfer da unten stört mich gar nicht. Also optisch gesehen stört er mich gar nicht, wenn der so da, ne? Ich mach ihn mal an. Zack. Wenn der Gepäckträger nicht gewesen wäre, hätte man den hier an diese Stange machen können. Aber ich finde es so sogar besser. Also, sehr nice. Sehr nice. Die Reifen, muss ich sagen, bin ich bis jetzt auch zufrieden mit den Kinder Weißwandreifen. Ich glaube, 56 Euro pro Reifen war der Preis. Fahren sich eigentlich auch gut. Also für so eine kleine ZIP ausreichend, da braucht man jetzt nicht, wer weiß, was für einen extrem krassen Reifen. Die reichen da definitiv aus. So, naja Leute, ich fahre jetzt wieder nach Hause. Ich muss ehrlich sagen, es ist schweinekalt. Das war so der aktuelle Umbau, der aktuelle Bericht zu dem Zusatzscheinwerfer. Kann jetzt eigentlich wieder ausmachen. Ja, sehr nice auf jeden Fall. Ganz einfach angeschlossen. An der Batterie eine extra Sicherung, Plus und Minus zum Scheinwerfer gelegt und ein Schalterchen dazwischen, in dem Fall betrieben über den ganz normalen Schalter hier. Und hier anschalten und ausschalten. Und ja, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Ciao. Mit V.